Der Wochenmarkt auf dem Blücherplatz in Kiel. Montags vormittags ist hier immer weniger los. Das merkt auch Johann Holm. Er verkauft verschiedene regionale Produkte seines Bauernhofes auf den Wochenmärkten in Schleswig-Holstein. Hier sind auf jeden Fall weniger Menschen, die einkaufen. Und ja, die anderen sind besser geworden. Die anderen Geschäfte haben auch alle aufgerüstet, ne? Die verkaufen alles. Das, was du eigentlich so, das, was unser war, direkt so vom Bauern kaufen, das machen jetzt die großen Geschäfte ja auch schon. Ein großes Problem ist gleichzeitig der Personalmangel. Es fehlt an Verkäufern und Unternehmensnachfolgern für viele der Traditionsbetriebe. Die Folge: geht ein Marktkaufmann in den Ruhestand, ist auch meistens der jeweilige Stand Geschichte. Das ist ein immenses Problem. Da sind teilweise Geschäfte, die stehen bleiben müssen zu Hause, weil sie nicht besetzt werden können. Wir können teilweise Märkte nicht mehr anfahren, weil wir nicht das nötige Personal finden. Neben dem Personaldruck gibt es unter den Marktkaufleuten vor allem zwei große Themen: die geplante Tierwohlabgabe und die angekündigte Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Dadurch müssen die Produkte auf dem Wochenmarkt teurer werden. Die Sorge vor einem Teufelskreis ist groß. Die Preise müssen steigen, dadurch kommen weniger Menschen auf den Wochenmarkt, der Umsatz sinkt weiter. Mit einer Euro 5 Norm sind wir bei 17,8 Cent pro Kilometer. Ich komme nicht einen Kilometer zum Markt, ohne dass ich Maut bezahlen muss. Das macht für meinen kleinen Betrieb alleine im Jahr 2200 bis 2500 Euro aus, die ich mehr generieren muss, um das bezahlen zu können. Aufgrund der Inflation führt der Weg für viele Menschen dann doch eher in den Discounter als zum Wochenmarkt. Was bleibt, ist die Stammkundschaft. Na gut, die Preise gegenüber dem Discounter sind in der Regel 20-30% höher. Aber das nehme ich dann in Kauf, insbesondere wenn wir Wetter haben wie heute. Ja, die Nähe, die Atmosphäre hier, das Angebot und das Regionale auf jeden Fall. Ich bin nach dem Krieg in Aukrug gelandet. Und da haben, beziehungsweise mussten uns die Bauern ja ernähren. Sie waren ja verpflichtet, mehr Obst und Gemüse anzubauen. Und nun fühle ich mich, und heute, darum gehe ich auch heute immer auf den Wochenmarkt und kaufe da meine Produkte aus Schleswig-Holstein. Die Marktbeschicker auf dem Blücherplatz in Kiel blicken pessimistisch in die Zukunft. Verkäufer und Nachfolger fallen nicht vom Himmel. Die Mautgebühren ab Juli könnten das Ende bedeuten für viele Traditionsunternehmen auf den Wochenmärkten in ganz Schleswig-Holstein.